Freunde, es ist wirklich geisteskrank, was momentan mit UV abgeht. Und genau deswegen setze ich mich jetzt hier hin und nehme ein neues Video auf, weil die Coins fliegen rein, so wie die Insekten bei der Dunkelheit zur Lampe fliegen. Ohne Scheiß, super Vergleich übrigens an der Stelle. Also ihr seht es hier, Freunde, ich habe gestern meine UV-Liste eingekauft. Hatte ich auch schon im Discord gepostet. Aber es gibt noch ein paar Sachen dazu zu erklären für die Leute, die UV vielleicht auch nicht so verstehen. Vielleicht ein bisschen skeptisch sind, vielleicht nicht wissen, welche Spieler sie einkaufen sollen, worauf sie achten müssen etc. Dafür halt jetzt wie gesagt dieses Video. Aber ich habe gestern Abend eingekauft und ich hatte sogar noch mal ein bisschen nachgekauft. Das heißt, ich habe schon verkaufte Objekte wieder weggelöscht und die nachgekauft. Und hier stehen jetzt 50 Objekte verkauft seit gestern Abend bis heute Abend. Also jetzt ist Montagabend, ich habe Sonntagabend eingekauft und ich werde auch gleich wieder einkaufen. Aber vorher will ich euch natürlich mal das Ganze zeigen, was hier gerade passiert ist oder was abgeht. Das ist krank. Das ist wirklich krank. 50 Verkäufe, beziehungsweise mit den Nachkäufen bin ich locker bei über 60 Verkäufen. Das heißt, ich habe fast eine gesamte 100er Liste, ja, bin ich fast losgeworden. Und das ist momentan halt gang und gäbe. Also es gibt natürlich immer bessere Tage bei UV, schlechtere Tage bei UV. Aber momentan ist UV overall wirklich sehr, sehr gut und immer ein richtig guter Weg. So, ich würde sagen, so ab Samstag, Sonntag bis so Mittwoch, Donnerstag oder sagen wir bis Donnerstag und dann so Freitag, Samstag halt ein bisschen chillen. Macht euer Wochenende, macht euer Ding, lasst eure Coins einfach flüssig liegen und dann verliert ihr keine Coins. Und dann geht ihr ab Samstag oder spätestens Sonntag wieder rein. Ballert halt UV. Und dafür könnt ihr diese Videos jetzt benutzen. Ich werde es wahrscheinlich jetzt jede Woche bringen. Ich weiß noch nicht, wann genau. Werde natürlich aber auch immer im Discord Bescheid geben. Deswegen, ihr könnt auch gerne schon mal in Discord abchecken. Ist kostenlos. Link wahrscheinlich in der Infobox, in der Bio drin. Wenn ihr schon dabei seid, lasst dann direkt auch gerne ein Like da. Lasst ein Follow bei diesem Kanal da, um in Zukunft solche Videos nicht zu verpassen. Ihr wisst, ihr seid das Sprachrohr hier. Jeder Like, jeder Kommentar pusht das Video einfach, dass wir noch ein paar mehr Leute erreichen. Deswegen würde mich freuen, wenn ihr da kostenlos ein bisschen supportet. Vielleicht auch ein bisschen Mundpropaganda, ne, für den einen oder anderen Kollegen, dieses Video sendet. Dann würde ich sagen, gehen wir hier einmal rauf auf die Transferliste und warum ihr auf dieses Video geklickt habt, nämlich für die UV-Liste. So, jetzt kann ich euch hier einmal einfach zeigen und es auf euch wirken lassen, was hier mit UV abgegangen ist. Also ihr seht, das sind alles hier Karten, die man so kennt, würde ich sagen, wenn man schon ein bisschen UV macht. Wenn man kein UV macht, dann denkt man natürlich, was sind das für Karten? Die random, what the fuck, was ist going on? Aber ihr seht, Freunde, das sind, warte mal, welche Seite waren das jetzt? Das war die dritte Seite. Eine Seite, zwei Seiten, drei Seiten, vier Seiten, fünf Seiten. Ja, fünf Seiten Verkäufe. Ja, perfekt. Auf einer Seite sind dann wahrscheinlich 10, ne? Macht dann auch irgendwo Sinn. Und ihr seht, hier sind aber auch noch Karten, die noch nicht verkauft worden sind. Das heißt, ihr könnt euch auch schon mal ein grobes Bilde machen, okay, was wurde nicht verkauft. Hier sind aber auch, glaube ich, noch ein paar Karten, wenn ich mich recht erinnere. Lass mal durchsehen. Ja, das sind Karten, die habe ich nicht für UV eingekauft. Die hatte ich, glaube ich, irgendwie gezogen, die drei hier. Aber was fällt euch denn auf, Jungs? Wenn wir mal uns mal die erste Seite angucken oder die Verkäufe angucken, ne, wenn ich hier mal so durchskippe und dann auf die, die noch nicht verkauft sind, skippe. Was fällt da auf? Richtig, bei den Verkäufen werden natürlich die Chemiestile und Positionsmodifikatoren gelöscht. Das heißt, ja, die Karten gehen wieder auf ihre Standardposition, kriegen wieder Basic Chemiestil sozusagen. Und wenn Van Dijk jetzt einen Shadow hatte, hat er ihn nicht mehr. Wenn Salah einen Hunter hatte und RM war, hat er es nicht mehr. Und das fällt euch jetzt halt hier bei den letzten Seiten auf, wo die noch nicht verkauft worden sind. Ihr seht's, Freunde, defensive Karten kaufe ich meistens, sagen wir, 90% der Zeit mit Shadow oder Anchor irgendwie ein. Offensivkarten meistens mit dem Hunter. Hier sind jetzt auch ein paar Ausnahmen. Giroud habe ich irgendwie, der war richtig günstig einfach. So, deswegen habe ich den mitgenommen, auch ohne Chemiestil. Hier in Boateng ist halt frisch neu rausgekommen. Da ist immer schwierig, schon Chemiestile drauf zu haben. Aber auch ein Catalyst ist in Ordnung. Das ist halt einfach, Hunter Shadow geht besser. So, Hunter Shadow pusht die Karten einfach nochmal ein bisschen schneller für den Verkauf. Ihr seht hier rum, die ist auch ohne. Leider auch nicht weggegangen. Aber Thema Investments auch dann nochmal ganz kurz angeschnitten. Behaltet die. Behaltet die Investments diese Woche. Da wird noch, ja, denke ich mal, ein bisschen Content kommen und dementsprechend kann es eigentlich nur nach oben gehen für Investments. Und dann könnt ihr die einfach so wie ich jetzt hier UV draufstellen. Ich glaube, 88 sind bei 23, 24, 25k. Bin jetzt für 28 drauf, warum nicht? Wird schon irgendwie funktionieren, wird schon irgendwie weggehen. Weil, wenn man sich das Ganze mal anschaut, um das auch mal zu widerlegen, habe ich hier vorne schon irgendwelche, ja, hier, Haaland zum Beispiel. War gestern irgendwie bei 25, 26. Das heißt, Leute, die irgendwie in Haaland wegen Rating investiert haben, haben ihn dann vielleicht 25, 26 gestern Abend, wo der Icon-Pick kam, verkauft. Ich habe ihn da sogar eingekauft, noch günstig gesniped, Hunter, und habe ihn für knapp 30 verkauft. So, so einfach geht's, Freunde. So einfach ist Rating UV. Ich meine, hier sind auch viele Special-Karten, die Rating UV sind, ne? Also so ein Amrabat, der ist auch Rating. Hier ein Giroud für 21 ist auch Rating. Bekost ist Rating, den kriegt man auch für 15k, glaube ich, oder 14k sogar. Ist auch gut weggegangen. Was haben wir noch? Gomez ist Rating, Milinkovic-Savic ist Rating. Das sind alles Rating-Karten, die sehr, sehr gut UV weggegangen sind. Und danach ist auch das Muster, wonach ich gehe. Das heißt, ihr könnt euch jetzt einfach entweder
entweder die UV-Liste direkt vom Discord holen. Das heißt, ihr müsst ihr nicht beim Video hier immer pausieren. Ja, ich bin jetzt ja hier schon ein paar Mal durchgegangen. Dann könnt ihr euch das natürlich auch immer pausieren. Ich habe ja schon gesagt, wie gesagt, Offensivkarten am besten mit einem Hunter kaufen oder ja, einfach mit einem guten Chemiestil. Defensivkarten am besten mit einem Shadow oder Anchor oder auch einfach ein Chemiestil. Und dann halt so gut es geht, günstig wegsnipen. Am besten halt abends. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, ihr könnt meistens dann so bis Mittwochabend einkaufen. Ich glaube, Mittwochabend ist der letzte Tag, wo ich einkaufen würde. Und dann immer so, ja, ab 19 Uhr, wenn halt der Content bekannt ist, dann weiß man, wie sich der Markt verhält. Dann kann ich im Discord auch nochmal sagen, hey, ihr könnt einkaufen oder ihr könnt nicht einkaufen. Und dann geht ihr einfach auf die Suche. Und wie ihr da auf die Suche geht, das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Das switchen wir nochmal rüber auf den PC. Da gibt es nämlich ein cooles Tool, was euch dabei auch auf jeden Fall unterstützen kann. Und dann seid ihr eigentlich good to go. Aber hier bin ich jetzt nochmal währenddessen einfach durchgegangen. Ich sehe mal ganz viele Beispiele. Ich habe immer 3 Karten, stimmt. Das ist auch noch ein guter Call, wo wir gerade dabei sind. 3 Karten pro Spielertyp mitnehmen. Das ist auch ein gutes, wichtiges Ding, finde ich persönlich. Weil wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, 50 Mal Van Dijk hole, dann kann es sein, dass Van Dijk irgendwie nicht so gut diese Woche läuft. Und dann sitze ich halt auf Van Dijk ein bisschen fest. Und wenn ihr das halt ein bisschen spreadet, ein bisschen streut, ne, ich habe auch verschiedene Ratings, verschiedene Metakarten, Goldkarten, Specialkarten, Heroes etc. Ihr seht, ich habe alles bunt durcheinander so, dass ich einfach weit gespreadet habe und da bestmögliche Gewinne erziele. Und jetzt zu dem Thema Gewinne vielleicht dann nochmal, bevor ich euch das Tool da zeige, was ich nutze. Da kann man nämlich dann ganz einfach mal hier auf Verein gehen, genau, und dann Bestenliste. Perfekt. Und bei der Bestenliste machen wir dann auf Zeit diese Woche, weil die Woche fängt immer von Samstag auf Sonntagnacht. Irgendwann wird das resettet. Und ich habe ja Sonntagabend erst eingekauft. Das heißt, es sind jetzt wirklich Pi mal Daumen 24 Stunden vergangen. Und dann gucken wir mal, was wir in diesen 24 Stunden mit der UV-Liste gemacht haben. Zack, die Wups, 426.000 Coins. Und das ist easy. Das ist easy. In 24 Stunden einfach 426.000 Coins. Und ich habe ein paar Mal gechoked anzubieten. Da ist es ganz wichtig, dass ihr die UV-Liste natürlich jede Stunde anbietet. Falls ihr es am Anfang irgendwie verpennt oder nicht hinbekommt, stellt euch einen Timer oder so. Ist eigentlich scheißegal. Aber es ist wirklich geisteskrank. Also wenn ihr jede Stunde anbietet, hätte ich vielleicht sogar die 500k geknackt. Das sind einfach in 24 Stunden 500k. Und das sollte eigentlich bis Donnerstag ja um den Dreh so laufen, dass ich dann vielleicht den einen Tag mal 300 mache, den einen Tag mal 200, den anderen nochmal 400 und so. Dass man aber die Woche über locker seine 1-2 Millionen macht. Locker. Wirklich. Locker. Und das ist mit UV, Freunde. Das heißt, ihr baut euch erstmal ein Budget auf, zum Beispiel mit der Bronze-Pack-Methode. Solange die Upgrade-Packs und Ligen-SBCs da sind, wird die Bronze-Pack-Methode super funktionieren. Das heißt, damit könnt ihr erstmal Coins machen. Schreiben mir viele Feedback. Hey, Kenner, ich habe mit der Bronze-Pack-Methode in 24 Stunden jetzt 150k gemacht und zack, habt ihr 150k, könnt ihr euch hier UV-Spieler holen. Dann könnt ihr jetzt ein bisschen mixen. Da habt ihr eine kleine UV-Liste mit 20, 30 Spielern vielleicht erstmal. Bietet die jede Stunde neu an. Nebenbei ballert ihr ein bisschen Bronze-Pack-Methode und zack, den nächsten Tag habt ihr dann vielleicht schon 250k und den nächsten Tag 500k. Dann könnt ihr immer mehr Spieler dieser UV-Liste halt kaufen. Dann wird halt, wie gesagt, jede Woche oder jede 2 Wochen vielleicht auch ein Video zur UV-Liste rauskommen, wo ich dann einfach nochmal vielleicht auf ein paar Besonderheiten oder sowas eingehe. Aber jetzt diese Woche habt ihr volles Matt, mein Go einzukaufen, weil es gibt eigentlich nichts, was man befürchten muss, meiner Meinung nach, außer irgendein dummes Shop-Pack oder so, wo wieder Special-Karten reinkommen. Aber so viel zum PlayStation-Account, dann würde ich sagen, switchen wir jetzt einfach nochmal kurz rüber auf Footbin und dann zeige ich euch nochmal vielleicht nochmal ein paar Karten, die ich euch dann gut jetzt als Beispiel nennen kann, die ich mir jetzt gleich einkaufen werde, weil, wie gesagt, das Montagabend. Ich werde mir jetzt gleich auch ein paar Karten für meine UV-Liste einkaufen, weil ich werde die 50 Objekte natürlich weglöschen und wieder nachfüllen, dass ich wieder schön 100 Objekte auf meiner Liste habe. So, und hier sind wir auf der Seite des Vertrauens bei Footbin und das ist der Index 100. Da konnte man früher das alles noch nicht sehen, aber jetzt aktuell schon. Da kannst du dir anschauen All Market Movers. Das ist dieser Aspekt, den wir haben wollen. Die letzten 24 Stunden kannst du dir Karten angucken, die entweder stark gestiegen sind oder stark gesunken sind. Und wir wollen uns natürlich, außer es gibt einen bestimmten Grund, dass die Karten noch weiter sinkt. Ne, da muss man immer ein bisschen drauf achten. Aber wir wollen uns natürlich die Karten angucken, die am meisten gerade gesunken sind, weil wir sie einkaufen können und vielleicht mit einem Rebound oder einfach mit einem besseren UV-Potenzial rechnen können. Ne? Man kann natürlich auch einfach so Rating-UV einkaufen, man kann Metakarten-UV einkaufen. Aber noch besser ist es halt, wenn ihr Karten einkauft, die halt ein bisschen eingekracht sind. Ihr seht es jetzt hier, Haaland ist bei mir für 30 weggegangen, war anscheinend auch nah bei 30, ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen von heute tagsüber und ist bei 28k. Das heißt, ich würde jetzt auf die Playsy gehen und Haaland versuchen, für unter 28 mit Hunter zu snipen. Weiteres Beispiel, ja, Pepe ist gerade noch frisch in Packs, wäre ich noch ein bisschen vorsichtig, aber auch den könnte man sich wahrscheinlich einpacken, weil 50% ist schon krass gedroppt. Der wird wahrscheinlich auch einen kleinen Rebound hinlegen. Ein Nkunku für unter 12 mit Hunter, auch ein super Beispiel. Dann haben wir hier einen Wijnaldum für 51 mit Shadow mitnehmen, super. Paul Scholes, hier findet ihr auch immer Icons, 172.000. Könnt ihr hier mal vielleicht draufklicken, checkt ihr das Ganze mal ab. Was ist mit Paul Scholes, Abi? Scrollt ihr hier runter, guckt seinen Daily Graph an, seht, gestern war der auch so 165, 180 waren teilweise bei
über 200. Samstag war der ja auch so bei 180, 185 und heute war so bei 180. Das heißt, Paulus Goals, ja, 10k jetzt günstiger ist jetzt nicht das, was wir wollen, weil ich würde den schon, wenn ich für 170 einkaufe, für 190 plus verkaufen wollen. Das wird vielleicht ein bisschen schwierig, dann würde ich den jetzt auslassen. So, das müsst ihr nur bei Icons übrigens checken. Bei den anderen Karten ist es gar nicht so wichtig. Aber ihr seht hier auch wieder einen Van Dijk. Zack, Van Dijk auch wieder gesunken, Montiel weiter gesunken, Zielinski gesunken, Rabiot gesunken, Theo Hernandez gesunken. Also hier sind einige Karten, die ja dann ins Auge fallen, die man sich einpacken kann für die UV-Liste. Und dann halt, wie gesagt, dreimal, am besten unter dem Footpin-Preis. Und da lohnt zum Beispiel auch mal sehr gut. Guckt ihr hier, 21k, das heißt, ihr versucht so für 20k mit Shadow am besten oder halt einen guten Chemiestil. Und dann snipet den dreimal und stellt den dann halt. Ja, stimmt, das Draufstellen ist vielleicht noch ganz gut, kurz zu erwähnen. Ihr macht dann halt immer so Pi mal Daumen 10-20%. Ich kann das schon grob im Kopf, weil ihr könnt halt einfach theoretisch immer die Zahl nehmen, die vorne ist und da dann nochmal so 1-2k oben drauf packen. Das heißt, beim Spieler, der so 20k kostet, packt ihr dann schon mal safe 2k oben drauf, dass ihr bei 23 seid und dann variiert ihr halt. Dann macht ihr manche für 24 rein, manche 25 rein und dann seid ihr da eigentlich auf einem sicheren Wege. Ein Spieler wie, keine Ahnung, lass mich denn hier kurz nochmal als Beispiel einen Van Dijk nehmen, genau, 73k. Dann nehmt ihr dann auch wieder die Zahl vorne, es sind 7k sozusagen. Packt ihr 7k drauf, werdet ihr schon mal bei 80, dann spielt ihr noch ein bisschen rum, bisschen nach oben, bietet ihr manche für 82, manche für 83 ein und irgendwann bekommt ihr auch ein Gefühl dafür. Dann müsst ihr da gar nicht großartig rumrechnen, sondern ja, kriegt das einfach so schon hin. Aber so viel dazu. Hier findet ihr immer, wie gesagt, solche Karten. Ist bei Footbin Index 100 heißt das Ganze. Kann ich euch sonst auch nochmal in die Infobox reinpacken. Und ansonsten gibt es da gar nichts mehr zu sagen. Ich könnte mich natürlich jetzt noch hinsetzen und hier rumsnipen, aber es wird das Video, glaube ich, unnötig in die Länge ziehen. Das möchte ich nicht. Ich möchte euch kurz, kompakt alles mitgeben, was ich euch mitgeben kann. Deswegen hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Bedanke mich fürs Zuschauen. Sagen wir, sehen uns die Tage wieder. Bis dann, haut rein und ciao.